Beim Halloween Horrorfest im Moviepark Germany gibt es 2015 viel Neues zu entdecken. Neben einer neuen Gesangs- und Tanzshow auf dem New York Plaza und der Lasershow Lake of Lost Souls am Santa Monica Pier sind es vor allem die zwei neuen Maze, The Slaughterhouse und Evil Dead, auf die das Hauptinteresse fällt. Wir waren für euch bei der Pressekonferenz dabei und zeigen euch erste Eindrücke. Ja, und dieses Jahr haben wir natürlich vier neue Attraktionen. Die erste, die besuchen wir gleich, das ist das Slaughterhouse. Das war ja das ehemalige Forgotten. Diese Maze existiert schon seit mehreren Jahren. Angefangen hat das damals, glaube ich, mit dem House of Horror. Da wurde es mehrmals umgebaut. Dann gab es da einmal die Paranormal Activity Maze drin. Und dann lange Zeit jetzt Forgotten. Und dann haben wir jetzt gesagt, jetzt müssen wir mal wieder was Neues machen. Wir wollten dann auch wieder so in die klassische Richtung Splatter, wo wir mit eigentlich bekannt geworden sind. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Wir haben also die komplette Maze komplett entkernt, also alles rausgeschmissen, die ganzen Kabel raus. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist die Wegführung. Die mussten wir so lassen, weil sonst hätten wir eine komplett neue Bauabnahme machen müssen. Das wollten wir vermeiden, deswegen ist die Wegführung die gleiche geblieben. Was wir dann noch gemacht haben, ist, das ist ja ganz früher mal zu Warner Bros. Zeiten, war das ein Kino gewesen. Das heißt, es gibt sehr, sehr hohe Decken. Die haben wir auch nochmal komplett alle abgehangen, so dass wir als auch ein richtiges Raumgefühl bekommen. Wir haben ungefähr, ich glaube, ich habe es mir gerade nochmal sagen lassen, ungefähr 8 Kilometer Kabel da jetzt neu verlegt drin. Also wie gesagt, komplett umgebaut, alle Räume sind neu gestaltet worden. Da haben wir auch mit einer Fremdfirma zusammengearbeitet, die uns da unterstützt hat, die da auch schon Erfahrung gesammelt hat. Und letztendlich arbeiten wir in dieser Maze auch wieder mit Scare-Buttons, weil wir natürlich immer sehr, gerade an vollen Tagen, sehr viele Leute gleichzeitig erschrecken müssen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, da auch überwiegend mit Scare-Buttons zu arbeiten. Ja, wir haben in diesem Jahr ca. 25 Mitarbeiter in dieser Maze eingesetzt, ein Teamleader und ein Techniker. Ein Techniker muss immer da sein, wenn was ausfällt, können wir uns natürlich an solchen Tagen wie Halloween, wenn wir sehr viele Besucher haben, so einen Ausfall nicht leisten. Deswegen muss da immer ein Techniker direkt vor Ort sein, der dann auch schnell den Fehler beheben kann. Gut, zu Evil Dead. Einige kennen vielleicht den Film Evil Dead. Das ist ganz früher mal, ich glaube Ende der 70er, Tanz der Teufel. Der kam dann auch in Deutschland auf der roten Liste, wenn man sich den, heute kann man den, glaube ich, frei sogar bei YouTube gucken. Ist immer noch ein ziemlich harter Film, aber irgendwie, wenn man jetzt heute die Tricks sieht, mit denen die damals gearbeitet haben, ja, es ist schon manchmal lustig, nur mit Knete und sowas alles. Aber ich finde es immer noch ganz gut. Dann gab es den Tanz der Teufel, den zweiten Teil. Dann gab es Armee der Finsternis, den dritten Teil. Und 2013 kam dann Evil Dead, also so ein Remake davon. Und dann war unsere Marketingabteilung ganz fleißig und hat uns die Rechte dafür gesichert. Diese Maze gab es schon mal in den Universal Studios, aber eine Indoor-Maze. Und wir haben aber gesagt, okay, wir haben eigentlich keine Outdoor-Maze in diesem Sinne. Wir haben zwar den Zirkus, der ist so teilweise Outdoor, aber wir wollten dann auch mal irgendwas Outdoor machen und dann haben wir gesagt, okay, Evil Dead passt natürlich super. Es geht also primär um den Wald bei Evil Dead und nicht um die Hütte. Die Hütte gibt es auch, die ist auch nachgebaut worden, die sieht auch wirklich so original aus wie im Film, aber es geht dann eher um den Wald. Der Wald war ja total zugewachsen, es ist also das Gebiet, das Outdoor-Areal hinter dem Warsteiner Saloon. Das war, wir haben dann selber erstmal versucht, da irgendwie mit der Heckenschere reinzugehen. Ja, und dann hatte ich zwei Zecken im Bein und alle anderen hatten keine Lust mehr, weil es schon Hochsommer war. Und dann haben wir gesagt, wir lassen eine Firma kommen. Da hatten wir alle gar keine Lust mehr. Und dann hat das eine Firma gemacht, die hat uns da dann das ganze Gestrüpp freigeschnitten, dann die toten Äste, die dann natürlich dann auch teilweise da waren, weggeschnitten. Dann haben wir da so einen Schotterweg reingemacht. Dabei ist zu sagen, dass das die einzigste Maze ist im Moviepark, die von Rollstühlen nicht besucht werden können, weil wir da einen Schotterweg haben und es ist fast unmöglich, da einen Rollstuhl durchzuschieben. Alle anderen Maces sind natürlich barrierefrei bei uns, aber Evil Dead, da müssen wir leider jetzt mal eine Ausnahme machen, den kann man nicht mit dem Rollstuhl besuchen. Ja, herausgekommen ist eine Strecke von 280 Metern, was ziemlich lang ist. Das ganze Gebiet hat ungefähr eine Fläche von 2000 Quadratmetern. Arbeiten auch hier wieder mit Licht und Scare-Buttons in dieser Maze. Haben auch hier ganz klare Vorgaben von Sony Pictures bekommen, wie wir was umzusetzen haben, sprich auch die Sounds, die Musik. Und dann haben wir natürlich in diesem Jahr noch eine neue Halloween-Tanz- und Gesangsshow.
Die sind gerade am Beleuchten, da sieht es noch mal besser aus im Dunkeln. Die Show ist eine Gesangs- und Tanzshow, das ist ja so Rockmusical. Und dann haben wir, wie gesagt, die Jessica hat es gerade erwähnt, die Lasershow auf dem Pier, weil der Pier war ja immer so unbespielt. Und wir haben gesagt, um die Leute, um die Straßen generell etwas zu entzerren, müssen wir dann natürlich Kapazitäten schaffen und haben uns dann für eine Lasershow entschieden. Wir hatten damals schon mal eine Multimedia-Lasershow gehabt, die aber eigentlich für den, ich sag mal, Teich viel zu überdimensioniert war. Also da wurde ein riesen Geschütz aufgebaut von riesen Wasserleinwänden und die Leute, das Problem war, wenn der Wind geweht hat, dann konnte man die Show nur mit einem Regenschirm benutzen, weil man alle sind nass geworden. Ne? Das Wasser schwappte dann Richtung Publikum und dieses Mal machen wir das ein bisschen anders, es ist ein bisschen kleiner, aber sehr schön geworden. Also wir benutzen nur die Bühne und spielen nach vorne. Es gibt Feuereffekte, es gibt auch ein paar Pyro-Effekte. Es ist einfach eine 12-Minuten-Show, die kann man sich ganz nett angucken. Und dadurch haben wir auch wieder Kapazitäten geschaffen. Neben all diesen Neuerungen gibt es aber auch weiterhin Altbewährtes zu entdecken. So sind auch weiterhin die Horrorattraktionen wie das Despital, Infected, Circus of Freaks und auch der Babo Twister Club dabei. Ab Donnerstag, den 1. Oktober, geht es los. Dann ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 18 bis 22 Uhr Halloween Horrorfestzeit im Moviepark. Wir wünschen euch viel Spaß.